Herzlich willkommen, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer bei Man in Wind. Wir melden uns bei euch aus dem Homeoffice, um heute einer sehr spannenden Frage nachzukommen. Und zwar der Frage, wie kommt ein Legionär auf sein Pferd? Mitgebracht habe ich hierzu meinen Lewitzer Wallach, den Monty, und einen echten Legionär. Und wir werden jetzt gleich sehen, wie unser Legionär mit einem sehr eleganten Schwung auf sein umgesatteltes Pferd aufsteigt. Sie sehen also, der Legionär nimmt Stellung neben dem Pferd und springt elegant auf. Ja, und man sieht, so leicht ist es halt dann auch wieder nicht. Allerdings hat der Legionär eine sehr einfache Lösung für das Problem, und zwar den Meilenstein. Die römischen Straßen haben in regelmäßigen Abständen Meilensteine, die nicht nur die Entfernung anzeigen, sondern mit denen sozusagen der Legionär dann auch auf sein Pferd aufsteigen kann. Unser Legionär wird sich jetzt mal einen Meilenstein nehmen, neben sein sehr braves Pferd stellen. Und auf den Meilenstein aufsteigen. Und man sieht sofort, das erleichtert die Sache ganz wesentlich. Bevor er allerdings aufsteigt, wollen wir einen kleinen Blick noch auf ein Detail werfen, und zwar das Schwert. Man sieht, der Legionär trägt sein Schwert auf der rechten Körperseite. Dadurch kann man mit einem schönen Schwung von der linken Seite aufs Pferd aufsteigen, ohne dass man das Pferd mit dem Schwert trifft. Das römische Schwert ist wesentlich kürzer als das spätere mittelalterliche Schwert, und dadurch wird es noch auf der rechten Seite mit der rechten Hand gezogen, wie man ungefähr einen Colt ziehen würde. Wir zeigen das Ganze mal. Ja, und nun können Sie gleich Zeuge davon werden, wie unser Legionär sehr elegant auf sein ungesatteltes Pferd aufsteigen wird. Ja, jetzt wissen Sie auch, wie der Legionär aufs Pferd kommt, und wieder was gelernt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Man in Wind. Tschüss!